Wirsing im Dezember kontrollieren und ernten, natürlich. Hallo, willkommen bei der Gartenmoni. Wir hatten ja jetzt die letzten Tage einen ziemlich starken Frost und ich habe ein bisschen Wirsing im Garten, noch ein paar, ja. Die sind ziemlich groß und ich habe da bloß ein Vlies drüber geworfen, wie es so eisig kalt war. Und jetzt regnet es seit gestern wieder, jetzt habe ich es wieder weg, es ist aufgetaut und jetzt will ich den ernten. Jetzt schau doch mal her. So schaut jetzt mal einer Wirsing aus. Also der ist richtig schön gewachsen. Wobei jetzt da, muss ich sagen, sieht man, da fault er ein bisschen. Also das ist vom Frost jetzt kommen. Und da schneide ich den jetzt ab. Normalerweise kann man oder sollte man ein paar Blätter dran lassen, wenn man liegen lassen will oder auch nicht. Oder man kann es auch verwenden, ne? Aber die sind ja nicht mehr schön da. Und da schneide ich jetzt da innen einfach ab. Am Stiel. Oh, und jetzt sehe ich schon gleich was. Zeige ich euch gleich. So, schau da mal her. Hier ist eine Nacktschnecke. Und hier ist auch eine. Und da fangen die jetzt an, sich da satt zu fressen. Und deswegen sind ein paar kleine Löcher überall drin. Das habe ich vorhin schon gesehen bei den anderen Pflanzen. Aber dass die jetzt nach dem Frost da sind, naja, die haben sich da drin verkrochen in dem Wirsing, ist ja klar, ne? Der ist schön warm für sie dann gewesen. Ja, auf jeden Fall ernte ich jetzt den. Die Schnecke muss natürlich dann weg. Also das ist ein richtig schöner Kopf da. Hier, schaut mal her. Das Braune da, da hat irgendjemand einmal gefragt, so dunkle Flecken sind da, so wie, na, das sind keine Flecken, da ist was draufgekommen. Also es ist ja so, wie der Frost war, ich habe einmal mein Vlies weggetan und habe drunter geschaut und da habe ich gesehen, dass der so lila Blätter gekriegt hat. Also die großen alle, die sind außen am Rand oder bis daher ungefähr, sind die so lila geworden. Und das ist von der Kälte gekommen. Ne? Und jetzt ist es nämlich wieder weg. Also wenn es minus, wie viel war bei uns, minus 8 Grad war, ist das Kälteste. Aber das verträgt er halt dann auch nicht ganz so. Und dann sind die Blätter ein bisschen lila geworden. Und jetzt ist aber wieder grün alles. Ne? Also da ist das ein Beweis, dass das nur von der Kälte gekommen ist. Weil es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, dass irgendeine Mangelerscheinung da ist. Da waren sie auch oft einmal lila. Noch eine andere Möglichkeit gibt es. Es gibt auch eine lila Sorte vom Wirsing. Gibt es auch. Da ist zwar innen auch nicht richtig lila, aber die Blätter sind also richtig, richtig schön lila, wie so ein Flieder ungefähr. Aber so einen habe ich selber noch nicht gehabt. Ja, jetzt ernte ich den. Den gibt es dann morgen. Mache ich, weiß ich selber noch nicht. Ich habe ja Rezepte da, haben wir da einen Film gemacht, Kerstin? Ja oder nein? Nein. Nicht, aber wenn ihr mal schaut auf gartenmoni.de, da sind da auch die Rezepte drin und da ist ein Wirsing Gemüse und ein Wirsing, doch haben wir schon einen Film gemacht, ein Video. Und dann ein Wirsing Auflauf haben wir auch schon gemacht, also oder Gemüse ganz einfach machen. Ne? Also gibt ja unzählige Möglichkeiten oder Kohlrouladen mit Wirsing machen, schmeckt besser wie mit einem Weißkraut. Also hat einen ganz anderen Geschmack. Das habe ich einmal vor circa 30 Jahren gemacht. Ist Tatsache, das hat viel besser geschmeckt als mit Weißkraut. Das ist ein ganz anderer Geschmack. Viel intensiver, viel besser einfach. Ja, so, also jetzt seht ihr es da. Und immer mal schauen, ob Schnecken dran sind. Also ich hätte jetzt nicht geglaubt, dass da jetzt nach der Kälte da Schnecken sind. Aber naja. Muss man halt ein bisschen nachsuchen, ne? Weil ich möchte schon mein Wirsing selber, jetzt hätte ich bald fressen gesagt, essen. Ist doch nicht schön. Ich habe dann noch einen anderen, zeigen wir dann auch noch. Wenn euch mal Wirsing und mein Video gefallen haben, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, aktiviert den Newsletter, schaut mal in meinem Shop vorbei und bis morgen. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss.